Der Finalfight gegen Bowser geht weiter. Ja, Luigi ist wieder in seinem üblichen Katzenkostüm und wir haben uns noch mit einem Boomerang ausgestattet. Aber der Boomerang-Anzug, der ist hier überhaupt nicht wichtig. Denn wie wir im letzten Part schon gesehen haben, ist die Katze das A und O dieser gesamten Mission. Ja, und jetzt müssen wir natürlich wieder alles sammeln. Denn hier in Bowsers letzten Level gibt's natürlich keinen einzigen Checkpoint. Oh Gott, was mache ich denn da? Oh Gott, jetzt wäre ich fast runtergeflogen. Was für ein Noob, hey. Das war sehr, sehr knapp. Aber gut, noch habe ich alles hingekriegt. Noch ist alles okay. Wo war denn die erste Starcoin? Die war hier unten, oder? Ja. Genau, hier war sie. Genau, perfekt, perfekt. Da ist noch ein Block. Was war da drin? Gar nichts. Okay, Münzen. Münzen, ja, das kann man immer gebrauchen. Münzen sind immer sehr schön. Gut, dann geht's ab auf die nächste Etage. Und widmen wir uns den Kampf gegen die Bullies. Ja, die Bullies geben nämlich auch einen Schein, wie wir im letzten Part gesehen haben. Ich statte mich nochmal lieber mit einem Katzenkostüm aus. Kann ja nicht schaden, wenn man nämlich noch eins hat. Weil falls Bowser mal einen erwischen sollte und man nicht direkt runterfliegt. Komm, stirb. Ach, das war jetzt einfach wieder nur dumm. Und, oh Gott. Die können auch nach vorne fallen. Ja, die können auch nach vorne fallen. Okay, okay, okay. Alles kein Problem. So, jetzt warten wir kurz, warten wir kurz. Und jetzt runter mit dir. Super. Okay, einer ist noch übrig. Dich kriegen wir natürlich auch noch, Bulli. Das wäre doch gelacht, wenn du jetzt überleben würdest. So, perfekt. Alle Bullis sind weg. Und dafür gibt es natürlich auch eine sehr, sehr schöne Shine. Die wollen wir natürlich auch haben. Denn die zählen, wie bekanntlich, zu den 100%. Sehr schön. Okay. Eine Shine war noch oben. Also bei dem Kampf gegen Bowser. Und die, wo der Stempel ist, ist jetzt ein bisschen fraglich. Ich hoffe natürlich, er ist oben irgendwo auf dem Turm. Denn ansonsten haben wir ein großes Problem, ja? So, Luigi, jetzt fahr erstmal dein Stückchen runter und dann schauen wir mal, was uns denn wieder erwarten wird. So, erstmal ein bisschen den Ton lauter gemacht, weil ich höre fast gar nichts. Es darf natürlich nicht sein in diesem finalen Fight. So, hier war natürlich gar nichts, oder? Hier war gar nichts. Nee. Gut, dann Attacke. Sieht es nicht geil aus hier? Sieht einfach nur geil aus. Hi, Bowser. Kann man das überspringen irgendwie? Nein, kann man nicht. Haben wir schon mal gesehen? Ja, Bowser, komm. Verwandle dich in eine Katze. Dann wird es nämlich auch endlich erledigt. Aber sieht schon crazy aus, oder? Bowser ist so eine Riesenkatze. Ein bisschen komisch sieht's aus, aber naja, okay. Wenn er so will. Wir sind natürlich die deutlich bessere Katze als er. Das ist klar. Okay. Dann geht's los. Scrolling natürlich nach oben. Nicht so geil. Aber muss auch sein. Ist eben so. Können wir nichts machen. So, wo hat's denn letztes Mal gehängt? Wo hat's denn gehapert? Das muss ich nur kurz überlegen. Wo mich denn hier irgendwas erwischt hat? Vielleicht da? Na, komm. Ich muss hier echt aufpassen. Also ich muss mich hier mega konzentrieren, dass so ein Blödsinn nicht nochmal passiert wie das letzte Mal. So, ich glaube, jetzt kommt er wieder von drüben, oder? Ja, tatsächlich. Okay. Okay, okay, okay. So, komm. Komm, Louis. Komm, Louis. Louis. Na? Ja. Okay. Dann. Wo kam er denn? Er kam von. Von da unten kam er. Okay. Genau, ich weiß noch, ich habe mich hier draufgestellt. Genau, genau, genau. Und weg da, weg da, weg da. Ja, genau. Perfekt, perfekt. Genauso war es das letzte Mal. Aber diesmal sind wir immer ein bisschen zuvor gekommen, ne, Bowser? Na? Nicht so cool für dich, aber für uns. Oh Gott! Oh mein Gott! Was war das bitte? Bowser? Mach keinen Scheiß jetzt! Stirb! Naja, ob er jetzt schon tot ist? Eher fraglich. Aber gut, wir nehmen mal das Geschenk an. So, aber hier hat doch noch irgendwas geschimmert oder so. Ist hier nicht irgendwo der Stempel vielleicht? Irgendwie sowas? Nein? Okay, sieht nicht so aus. Also muss der Stempel sich irgendwo oben befinden, aber das werden wir jetzt gleich mal checken. Ob es denn so ist. Okay, jetzt geht's. Boah, Bowser greift wieder total an, hey. Er ist also noch nicht am Ende, aber gut, mit dem Powerblock. Was soll ihm denn da Großartiges passieren? Ja, und jetzt hat Bowser die geheime Kirsche gefunden. Es sind jetzt ganz viele Bowsers. Wir sind allein. Und hier gibt es erst einen Checkpoint? Serious? Okay. Gibt es eine Glocke? Ja. Alles klar. Wenigstens gibt es hier einen Checkpoint.
Das ist doch schon mal die Hauptsache. Also, Bowser kommt immer da raus, wo die Teile so ein bisschen eingerissen sind. Und er will uns nämlich an den Kragen. Beziehungsweise er will uns an die Glocke. Gutes Sprichwort, oder? So, ja, noch ein bisschen warten, noch ein bisschen warten. Jetzt da. Okay, sehr schön. Oh, da kommt gleich noch einer. Also man sieht, Bowser hat wirklich sehr, sehr viel von diesen Kirschen genommen. Ja, dieser Lump, dieser. So, gibt's da oben eigentlich was? Ich will jetzt hier auch beim besten Willen nichts falsch machen. Denn wenn ich irgendwas falsch mache, bin ich gleich... Oh Gott, bin ich gleich tot! Nein! Mann! Aber wenigstens gab es einen Checkpoint. Wenigstens gab es einen Checkpoint. Komm, wir müssen immer positiv denken. So, wir schnappen uns gleich eine Glocke. Aber dass der Kampf nochmal so aussieht, das hätte ich jetzt eigentlich auch nicht gedacht. Aber ich sag ja, mein Gedächtnis lässt in solchen Sachen immer nach. Ist nicht immer so cool, wie es so tut. So, wo kam jetzt Bowser? Kam er rechts oder? Nein, der kam rechts. Okay. Gut, dann lassen wir uns mal ein bisschen schwingen, bis Bowser da endlich mal durchgekommen ist. So, aber jetzt. Okay, okay, ab nach oben. Ab nach oben, bloß nichts falsch machen. Und auch, wie üblich, nicht treffen lassen. Ja gut, ich habe ja schon eine Glocke. Ich habe schon, oh Gott, eine Glocke. Das war knapp. Das war knapp, das war knapp. Okay. Ich muss jetzt auch unbedingt hier aufpassen, dass hier nirgendwo der Stempel rauskommt. Aber das sieht mal bisher nicht so aus. Ich hoffe auch da, oh Gott, dass das so bleiben wird. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein... Nein! Er hat mich erwischt. Wo bin ich denn? Jetzt, ah. Okay. Er hat mich erwischt, scheiße. Mist. Okay, gut, neuer Versuch. Neuer Versuch. Es wäre kein Bowser-Kampf, wenn es tatsächlich so einfach wäre. Es ist auch gar nicht so leicht. Ist zwar nicht jetzt so der übliche Bowser-Kampf, muss man ehrlicherweise zugeben. Aber zu schwer ist er eigentlich auch nicht. Also, es hängt halt schon ein bisschen an Skill. Das, was mir gerade sehr viel fehlt. Aber den Stempel habe ich jetzt nicht gefunden. Ich glaube, den werde ich dann mal so suchen. Weil bevor ich den Kampf jetzt wieder da großartig die ganze Zeit weiterführe und euch wieder damit langweile, denn wir wollen ja schon, was danach passiert, wenn Bowser denn endlich mal bezwungen ist, ja? Sollte es dann auch mal soweit sein. Ne, aber der Stempel ist hier nirgendwo. Okay, jetzt darüber und da hoch. Gut, perfekt. So, am besten jetzt gleich hochgehen, denn da unten gab es ja tatsächlich nichts. Jetzt müssen wir echt aufpassen, denn Bowser kommt jetzt in wirklich überall, kommt er raus und will uns einfach nur an den Kragen. So, hier müssen wir kurz vorsichtig sein. Oh Gott, nein! So, gleich eine Glocke nehmen. Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Lauf, Louis! Na, komm. Jetzt habe ich keine Katze mehr. Und ich kann die Kamera nicht drehen. Oh, meine Fresse. Komm, geh hoch, Louis. Hoch, Louis. Stirb. Nein. Oh Gott, wenn ich jetzt sterben sollte, dann war alles für die Katze. Aber wir haben es geschafft. Dann war alles für die Katze. Huh, you know? Und bam. Bowser haben wir ins Jenseits befördert. Tschüss, Miezekatze. Sag schon Gruß. An wen auch immer, an deinen Sohn zum Beispiel oder deine anderen Kinder oder Brüder oder was auch immer. Du bist auf jeden Fall erledigt und das haben wir uns auf jeden Fall redlich verdient. Die Feen sind auch wieder alle frei. Zumindest jetzt, also davor nicht. Aber wir haben sie wieder befreit. Sehr schön. Alle wieder glücklich, alle wieder zufrieden. Wir sind auch zufrieden, weil wir es endlich geschafft haben. Nur fehlt uns jetzt der dusselige Stempel. Aber kann auch sein, dass er irgendwo anders noch ist. Vielleicht gegen Ende. Also wo da bitte der Stempel war, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so genau. Aber wir werden es ja gleich sehen. Und da ist der Stempel. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir nur die goldene Fahne erreichen. Oh, ist das nicht ein schönes Bild? Oh, hey. Ja, ich komme doch schon. Ich komme schon. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ich muss jetzt nur ein bisschen Speed aufbauen. Denn ich will natürlich auch die goldene Fahnenspitze. Und wir haben sie geschafft. Yeah, mit Louis. Ja. Louis hat es einfach drauf. Ich habe jetzt eigentlich nur deswegen Luigi genommen, weil er im letzten Part auch schon gegen Bowser gekämpft hat. Nur deswegen habe ich jetzt Luigi eigentlich ausgewählt. Aber er hat den Job wirklich super erledigt, alles super gemacht. Ich bin wirklich stolz auf dich, Luigi. Ja, ich bin stolz auf dich. Level beendet. Schön. Aber was kommt jetzt nach Bowser? Gibt es noch was? Hm. Werden wir bestimmt gleich erfahren, ob es noch was gibt. Es kommt auf jeden Fall erstmal chillige Musik. Ja.
Die gönnen wir uns mal eine ganze Weile. Denn ich glaube, wir können hier nichts machen, außer die Credits anschauen, oder? Es sieht zumindest nicht so aus. Okay. Nee. Kommen jetzt überhaupt Credits? Ja. Gut, meine Freunde, dann melde ich mich gleich zurück, wenn die Credits rum sind. Ihr genießt jetzt erstmal schön die ganzen Credits hier und dann sehen wir uns bis gleich dann. Ab jetzt werden deine Bestzeiten für die einzelnen Level angezeigt. In den Level erscheinen nun schnelle Geist-Mii-Charaktere. So, dann hätten wir den Stempel auch. Einen klassischen Katzen-Bowser-Stempel. Ja. So, die Feen sind alle wieder zu Hause. Und was hat's mit diesen Felsblocken auf sich da? Felsbrocken? Was machst du? Oder was tut sich mit dir? Dieses Geheimnis wird wohl gelöst werden müssen, oder? Ja, dann gucken wir doch gleich mal nach, was es denn damit auf sich hat. Okay, wen nehmen wir denn jetzt als Charakter? Sollen wir bei Louis noch bleiben, den Part? So, wie viele Sterne haben wir denn eigentlich schon? 2. Okay, dann nehmen wir einfach mal weiter Louis, komm. Nehmen wir Louis, ja. Go Green, genau, Go Green. So, was machen die Feen da? Gucken wir doch mal nach. Sie schwingen ihre Hämmer schon wieder. Aber für was? Für eine Rakete! Ja, das heißt, wir sind noch lange nicht zu Ende. Wir steigen in die Rakete und düsen einfach mal über die Wolken, oder? Ja, hätte ich auch gesagt. Aber die Rakete sieht irgendwie cool aus. So eine hätte ich auch gern zu Hause. Kann man sich so eine bestellen? Fragezeichen. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und herzlich willkommen. Weiter geht's über der Welt, über der Erde. Nun steht dir eine neue Welt offen. Gut, das freut uns doch. Wir befinden uns jetzt in der Sternenwelt. Ja, und so sieht das Ganze hier aus. Ziemlich riesig. Hier gibt es auch wieder ein Captain Toad Abenteuer. Natürlich geht es ganz zum Schluss wieder zu einem Bossfight. Aber hier gibt es ein Feenhäuschen. Da jumpen wir erstmal rein und holen uns unseren Gratis-Stempel. Den wollen wir natürlich haben. Danke. Sehr schön. Ach, jetzt gibt's andere Stempel. Okay, ja. Dann gab es wahrscheinlich 7 Feenhäuschen und in jedem dieser einzelnen Feenhäuschen gab es einen Feenstempel, aber jetzt nicht mehr. Gab es einen Katzenstempel alias Mario. Okay, schaffen wir das erste Level noch? Ja, oder? Doch. Das erste Level müssten wir noch schaffen. Gehen wir da gleich mal rein. Reise durchs Regenbogenland. Sternwelt Level Nummer 1. So, Louis. Du hast deine Arbeit so gut gemacht. Du bekommst auf jeden Fall nochmal die Chance. Okay, gut. Sind wir jetzt alle glücklich und zufrieden? Ich glaube, hier gibt es auch in jedem Level einen Stempel. Müsste es zumindest geben. Hoffen wir doch mal. Und diese Dinger hasse ich wie die Pest. Also echt. So, gibt es eigentlich da irgendwas, wenn ich die alle beseitige? Oh Gott.
Ja, ich habe das echt immer noch drin von Super Mario Bros. Wii. Oder, was? Was war denn das für ein Fail? Das war jetzt peinlich. Das war jetzt peinlich. Louis? Das war peinlich, aber wenigstens bist du jetzt groß. Finde ich übrigens auch cool, dass wenn man stirbt, dass Luigi gleich wieder groß wird, sobald er einmal gestorben ist. Finde ich echt geil. Ist da drin eine Feuerblume oder sowas? Nein, eine Katzenglocke gibt es. Okay. Aber wenn es hier eine Katzenglocke gibt, dann sollten wir einfach mal hier die Wände abchecken, ob sich denn da oben irgendwas verbirgt. Aber sieht wahrscheinlich nicht so aus. Aber was ist mit den Viechern hier alle auf sich hat? Achso, das ist, glaube ich, nur da, dass sich die Plattform drehen tut, oder? Schau mal. Ach, dafür könnte es was geben. Okay. Komme ich auf die eine noch drauf? Ja, komme ich, aber jetzt habe ich leider kein Katzenkostüm mehr. Ist natürlich sehr bitter. Aber gut, können wir jetzt in dem Fall auch nichts machen. Ist eben so. Aber wir kriegen bestimmt wieder ein Katzenkostüm. Also zumindest irgendwann in der nächsten Zeit. Jetzt töt ihn doch endlich. Jetzt. So, und du auch noch? Gibt's hier jetzt was? Hier gibt's auch nur Münzen. Okay. Egal, wir haben auf jeden Fall alle getötet. Dafür gab's leider nichts. Ah, na. Dann setzen wir halt unseren Weg fort. Dann, das Level ist ja noch riesengroß. Wir können hier zumindest noch alles Mögliche machen. Auch viele Dummheiten, wie wir gerade vorher gesehen haben, im ersten Versuch. Ja, man kann viele Dummheiten machen. Wenn man dann einfach stirbt und sich denkt, okay, ach, hier gibt's immer bloß Münzen. Ach komm, dann verzichte ich jetzt da einfach drauf. Ich verzichte jetzt da drauf, komm. Aber das sackt ja auch mega. Ist da oben irgendwas? Nein. Ah, mit einer Katze hätte man sich wahrscheinlich hier leichter getan als ohne. Aber gut, hier scheint nichts zu geben. Bis jetzt. Och nein. Die wollen mich echt verarschen, oder? Die wollen mich wirklich verarschen. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder dieser Plessy. Oder dieses Plessy. Oder was ist denn das eigentlich? Ist das eine weibliche Form? Da ist der Stempel. Ja, yeah, zumindest hätten wir den schon mal. Aber leider erst nach dem Checkpoint. Das heißt, wir müssen sowieso nochmal hier rein. Ich glaube, die erste Schein haben wir schon vergessen, weil es kann nicht sein, dass die Schein jetzt so ewig lang nicht da war. Da drin gibt es bestimmt eine Feuerblume. Ja. Wie ich es mir gedacht habe, denn die Fackeln stehen ja hier auch nicht umsonst. Und da gibt es eine Wolke. Oder haben wir jetzt schon zwei Scheins vergessen? Weil die Wolke steht normalerweise immer für die letzte. Für die letzte Schein. Aber in dem Fall macht es auch nichts, denn es ist ja kein normales Wolkenlevel. Es ist ein... Ja, wie nennt man das? Blöcke. Achso, Maxi-Pilz! Ja! Yeah. Schön. Also wenn man Maxi-Pilz-Stampfattacken macht, dann sieht es folgendermaßen aus. Dann geht es richtig rund hier. Und es ist ein Pixel-Link. Schön, oder? Hat auch sogar Nintendo hier einprogrammiert. Und das war die zweite, ja, wie ich es mir gedacht habe. Wieso finde ich eigentlich immer erst die zweite? Okay. Ja, das ist mit dem Maxi-Pilz wäre das jetzt gar nicht so schwer gewesen. Aber als kleiner Luigi tue ich mir jetzt da schon ein bisschen schwer. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, dann denke ich, dass die erste irgendwo... Dass man die... Nein, was mache ich? Oh mein Gott. Okay. Alles okay. So, nächste. Ja. Nein! Und dann springe ich voll in das Ding rein. Das ist doch brutal, oder? Das ist doch einfach nur brutal. Aber wir könnten ja zurück zur Karte gehen. Genau. Wir gehen zurück zur Karte. Und gehen einfach nochmal rein. Dann nehmen wir gleich die erste mit. Und dann hätten wir gleich alle. Okay, so machen wir es. Ja, doch. Aber dafür sollte ich auch die erste finden. So, gab es hier vielleicht irgendwas? Nein. Gut, die Gegner waren jetzt auch nicht der Schlüssel. Da muss es irgendwo anders einen Trick geben. Nein, nicht. Okay. Aber vielleicht hier irgendwas? Auch nicht. Ja, jetzt kommen wir der Sache aber nicht näher gerade unbedingt. Na gut, irgendwo muss sich hier die Schein befinden. Irgendwo muss sie sein. So. Was ist, wenn ich mich hier drauf stelle? Und mich mal versuche, da oben irgendwie reinzuquetschen? Nein, auch nicht. Okay. Aber da war ja anscheinend nichts. Verlier jetzt bloß nicht die Katze. Verlier jetzt nicht die Katze, Louis. Bitte. Aber hier könnte ja was sein, oder?
Nee, aber da oben. Da oben. Da oben ist es. Okay. Jetzt muss ich da nur rüberkommen. Ohne irgendwelche Probleme. Ja, aber wenn man hier schon die Katze natürlich nicht mehr hat, dann sieht die Sache ein bisschen anders aus. Ja. Okay, gut. Gut, das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Alles klar, dann gehen wir da mal rein. Ach, na, nicht schon wieder. Okay. Muss ich hier zwei also reinkriegen. Gut, dann lassen wir die erste jetzt einfach mal durchlaufen. Achso, die kommt von da. Die kommt von da, okay. So. Gut, die erste wäre drin. So, und dann die zweite, alles klar. So, lauf, lauf, lauf. Gut. Weiter, weiter. Und perfekt. Yes, Sir. Hahaha, geschafft. Schon im ersten Versuch. Wahnsinn. Dass ich das noch erleben darf. Dass ich irgendwas im ersten Versuch gleich pack. Ist auch nicht so üblich, aber... Nein, meine Katze. Och. Na gut, die hätte ich ja sowieso verloren, oder? Ja, klar. Ich brauche ja die Feuerblume dazu. Na, okay, okay. Na, gut. Wenigstens hätten wir die erste Scheine, also falls wir jetzt wieder sterben sollten, haben wir immerhin noch die erste Scheine in der Tasche. Das ist doch schon mal die Hauptsache. So, jetzt hole ich mir aber gleich den Stempel. Denn die ganzen anderen Gegner interessieren mich relativ wenig. So, ich will euch mal alle umbringen, komm. Ach komm, schade. Schade. Naja, okay, dann werden wir halt jetzt wieder oben Pixel-Link mal ein bisschen zum Leben erwecken. Mit unserem schönen Maxi-Pilz. Ja, dann bleibt uns noch die eine Aufgabe übrig. Nämlich den Sternenkreis zu sammeln. Ne? Ist gar nicht so einfach. Schauen wir mal, ob wir das gut hinkriegen. Okay, Maxi-Pilz. So, dann Stampfattacke. Ich habe am Anfang gar nicht gewusst, dass es hier einen Maxi-Pilz gibt. Aber es gibt tatsächlich einen Maxi-Pilz. Geil, oder? So, jetzt die alle noch. Und dann hier noch den Spaß. Und dann wäre es auch schon geschafft. Da-da-da-da. Sehr schön. Cool. So. Okay. Ah, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Nein! Was mache ich denn? Ich habe nicht mal ein Backup. Oh Gott. Item. Aber geschafft. Geschafft. So, jetzt nur noch darüber. Gut. Okay. Ja gut, die Stelle sackt hier halt dermaßen. Vor allem, wenn man gleich runterfliegt. Wieso kam der Checkpoint eigentlich nicht später? Oder sollte ich die ganze Geschichte machen ohne den Maxi-Pilz? Weil wenn ich den verliere, dann bin ich ja nur großer Luigi. Ansonsten wäre ich ja ein Blumen-Louis. Blumen-Louis. Was für ein behindertes Wort. Ein Blumen-Louis. So, gib mir die Blume. Komm. Gut. Nummer 1. Und Nummer 2. Und ab die Post. Ab geht's nach drin. Ja gut, dann mache ich das jetzt ohne den Maxi-Pilz. Ja, ich mache das jetzt einfach ohne den Maxi-Pilz. Denn es klappt ja auch. Es dauert zwar ein bisschen länger, aber es klappt. Ja. Dann tun wir uns, glaube ich, damit allen selber einen Gefallen. Wenn wir das jetzt nicht einfach so machen, sondern lieber in der Variante. Und diese Knochen trocken, die ärgern mich halt schon. Dermaßen. Mit ihrer bescheuerten Art. So. Dann hier noch. Ja, eins habe ich jetzt vergessen. Okay. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so beabsichtigt. Also, wenn man ja dann groß ist, ist halt eben das Problem, dass man dann gar nichts mehr hat. Naja. Okay, wir haben es geschafft. Also, es klappt ja trotzdem, nur es dauert halt seine Zeit. Aber so ist es, glaube ich, jetzt ein bisschen besser aufgestellt. Als wenn wir uns da mit dem Maxi-Pilz die ganze Zeit drum ärgern. Vor allem, er geht ja sowieso gleich kaputt unten. Also, wir haben da gar nicht so lange Zeit. So. Jetzt kommt der Spaß wieder. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, das wird eine knappe Geschichte. Ja, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So. Jetzt bloß nichts falsch machen. So, so. Kann ich die eigentlich killen von hier? Ja. Ah. Komm, ein bisschen höher noch. Jetzt. Okay. Brauche ich auf jeden Fall das richtige Timing. Nein! Oh. Ich fühle mich gerade irgendwie ein bisschen wie bei Super Mario Run. Ja, die Parts werden immer länger, der Skill wird immer weniger. Ein bisschen traurig ist das Ganze ja schon. Wenn jetzt wenigstens der Skill noch da wäre, würde ich ja absolut nicht sagen, aber so... Naja. Zumindest fast. Ach, ich will das, ich will nicht die Wolkenwelt da immer machen. Das dauert immer ewig, bis man das macht.
Och man, wieso war der Checkpoint nicht einfach hier? Dann hätte ich das nämlich erst gemacht und dann hätte ich den Schluss gemacht. Ach komm, ich nehme jetzt wieder den Maxi-Pilz. Das dauert mir jetzt einfach zu lang. Nein! Okay, komm, ich versuche das Level zu beenden und hol mir dann einfach nachher die Scheine, oder? Ja, mach mir so. Jetzt versuchen wir erstmal das Level hier schön zu beenden. Beziehungsweise endlich mal zum Ziel zu kommen. Schade, dass der Stern nicht automatisch zu einem kommt. Aber gut, man kann ja nicht immer alles haben, gell? Man kann sich ja immer so viel aufregen, wie man will. Aber wenn man immer das Beste haben will, ist es natürlich auch nicht so geil. So, wie mache ich denn das am dümmsten? So, komm her. Nein, komm her. Nein. Nein. Oh Gott. Ich hasse diese Trapeze. Falsche Richtung, Louis. Nein, nein. Oh mein Gott. Ach, jetzt kriege ich endlich meinen Superassistenten. Ne, den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Ich glaube, wenn man den mal benutzt, dann hat man irgendwie nicht mehr seine 100% oder sowas. Irgendwie sowas in der Art. Bin ich mir jetzt nicht sicher. So, vielleicht räumen wir diesmal alles ab. Ach, einer vergessen. Schade. Schade. Okay, komm, ich hole mir dann den Stempel, die zweite Schein einfach so. Dann lassen wir die jetzt einfach mal gut sein. Wir wissen ja schon, wo sie ist. Das heißt, ich muss sie ja dann einfach nur noch besorgen. So. Vorsichtig. Gut, gut gemacht. Nochmal. Und letzten zwei. Okay. Sehr geil. Gut. Jetzt kommt wieder das mit dem Trapeze. Ach, komm. Ja, jetzt kann ich sowieso schon vergessen. Brauche ich auf jeden Fall den richtigen Zeitpunkt einfach nur. Ja. Nein. Okay. 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 Okay, okay, okay. Ja, geht doch. Geht doch. Wieso habe ich jetzt die zweite Shiny mitgenommen? Naja, ist Wurst. Ist egal. Ist egal. So. Jetzt auf jeden Fall Speed. Ich will auf jeden Fall die goldene Fahne haben. Was sind denn das für Peace? Achso. Die geben uns bloß ein paar Münzen. Ah ja. Okay. Ja, jetzt, Louis, komm. Bau Speed auf. Ich komme doch so gar nicht hin. Doch, ich habe es geschafft. Ja, endlich. Endlich, endlich. Okay. Gut, meine Freunde, dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Der Part ist jetzt doch etwas länger geworden, aber ich hoffe, das stört euch nicht so weit. Dann hole ich mir jetzt noch die zweite Schein. Schneidet es aber nicht rein, denn ihr wisst ja schon, wo sie ist. Und dann sehen wir uns bald wieder im nächsten Part von Super Mario 3D World. Bis dann und macht es gut und ciao!